uns in der zweiten Hälfte dieser Debatte ein bisschen von dem IS-Konflikt lösen, weil wir glauben, dass die türkischen Kurden und die syrischen Kurden, das sind erstmal zwei verschiedene Gruppen. Es mag vielleicht da Zusammenhänge geben, überlappenden Teil, aber wir glauben, was jetzt wichtiger ist, ist der Prozess tatsächlich in der Türkei, wo wir 15-20% Kurden auch haben. Das heißt, es ist tatsächlich eine größere Minderheit. Was interessant ist, was in der ersten Hälfte hier aufgekommen ist, und daran möchte ich anknüpfen, ist der Zwischenruf von Kai in Felicias Rede. Kai hat nämlich reingeworfen, dass diese Terrorliste eine Verurteilung der Mittel und nicht das Ziel ist. Und wir sagen, das ist genau das Problem, es ist nämlich andersrum, die Terrorliste verurteilt das Ziel und dagegen wollen wir uns aussprechen. Zwei Punkte werde ich euch dazu zeigen. Erstens nochmal den Trend, den Wandel in der PKK untermauern und zweitens erklären, warum die Unterdrückung der Kurden und die Terrorliste das eigentliche Problem ist. Ich werde da über das Thema Antiterror-Narrative reden, was gerade Stefan leider bei 6.30 vergessen hat, weiterzumachen. Zunächst ein paar Worte des Rebundles. Marion, fangen wir mit dir an. Marion hat gesagt, die PKK destabilisiert die Region. In unseren Augen ist das der blanke Hohn gegenüber vielen Kurden in der Region, vor allem in Hinsicht natürlich auf die IS, die wahren Terroristen in dieser Region, aber auch vor allen Dingen in Hinsicht auf die Vertreibung, die da stattfindet. Da haben wir Militär, was in Dörfer kommt und die Kurden einfach aus den Dörfern vertreibt. Da herrscht tatsächlich aktive Unterdrückung von kurdischen Minderheiten. Und wir sagen, gerade deswegen ist das Ziel der Autonomie der PKK völlig gerechtfertigt. Die streben nämlich nach Autonomie aus einem einfachen Grund, nämlich um der Unterdrückung auszuweichen. Und da sagen wir, das ist völlig legitim. Zweiter Punkt, den Marion gebracht hat, die Verprellung der Türkei. Da habe ich schon in meiner Zwischenfrage angedeutet, das ist ein wichtiges Signal an ein potenzielles EU-Mitglied. Wir sagen, das geht so nicht, dass ihr in eurem Land eine Minderheit massiv unterdrückt und gleichzeitig meint, ihr könnt euch zu den demokratischen Werten der Europäischen Union bekennen. Da sagt ihr, ihr müsst alle Splitterparteien in euren Ländern zulassen. Wir haben auch tun uns auch schwer damit, zum Beispiel Parteien wie die NPD zu verbieten an dieser Stelle. Und dann wurde reingeworfen, nein, aber es gibt doch zum Beispiel die DTP, also eine pro-kurdische Partei. Aber das ist auch ein lustiger Einwand, weil die müssen im Wesentlichen nach den Spielregeln der türkischen Regierung pfeifen. Und wenn sie sich dann wirklich mal einsetzen, nämlich zum Beispiel dafür für Autonomieziele oder wenn sie sich wirklich dafür einsetzen für die Rechte der Kurden, dann werden sie immer irgendwie in Verbindung mit der PKK gebracht und in dem Moment werden sie verfolgt, verschleppt, verurteilt und kommen ins Gefängnis. Das wird in dem Moment nicht mehr einfacher, wenn wir uns als EU aktiv dagegen aussprechen. Da komme ich aber gleich noch in meinem Substantiv zu. Ich komme erst noch zu Pega. Zusammenarbeit, Pega hat dann reingebracht, naja, die Zusammenarbeit wird verhindert und dann als nächstes wollt ihr den Kurden Waffen liefern. Das heißt, das wird alles noch ein größerer Kuddelmuddel. Also ich glaube erstens, dass wir uns ein bisschen absetzen können, indem wir sagen, der nächste Schritt muss nicht zwangsläufig sein, dass wir den Kurden in der Türkei Waffen liefern. Wir glauben, dass es zwar ein wichtiges Ziel sein kann, den Peschmerga Waffen zu geben, aber das hat erstmal nichts mit den türkischen Kurden zu tun. Wir haben aber einen positiven Mechanismus an der Stelle, der dem dagegen steht, nämlich einfach, dass die Region insgesamt davon profitieren würde, wenn wir mehr Stabilität haben und weniger Verfolgung der Kurden. Wenn wir nämlich eine Einigung zwischen der Türkei und den Kurden erreichen, dann stärkt das tatsächlich den Kampf vor allen Dingen der Türkei gegen die IS, weil sie dann nicht mehr diese Heimatfront haben. Wie kommen wir dazu hin? Und ich komme zu meinem eigenen Material, würde aber gerne die Zwischenfrage von Kai annehmen. Wie realistisch ist es wirklich, dass die EU irgendeinen Einfluss auf einen autokratischen Herrscher wie Erdogan hat? Das ist natürlich zu bedenken, aber es geht auch so ein bisschen um die Signalwirkung, was wir gegenüber der Türkei bringen, weil, und da werde ich gleich in meinem Punkt drauf ankommen, also weil wir im Moment unterm Status quo ihnen Legitimation entgegenbringen. Wenn wir das wegnehmen, dann fällt denen dieses Argument an dieser Stelle weg. Also reden wir doch mal über den Trend, der so ein bisschen hier schon in der eröffnenden Regierung angeklungen ist, aber wo ich noch ein bisschen Klarheit schaffen möchte. Wie hat sich die PKK wirklich in den letzten Jahren verändert? Wir sagen, dass es da verschiedene Trends gibt, die tatsächlich gewaltfreie Lösungen sind. Zum Beispiel vier Punkte an dieser Stelle. Wir haben den Hungerstreik von PKK-Gefangenen, die solidarisch sich mit ihrem Anführer Öcalan zeigen, um ihn aus der Isolationshaft haben. Wir haben den Aufruf zur Waffenruhe von Öcalan und den Aufruf zum Rückzug in den Nordirak, dem die PKK-Kämpfer 2000 an der Zahl in den letzten zwei Jahren tatsächlich gefolgt sind. Wir haben Gefangenenaustausche, wo die PKK gesagt hat, wir lassen Abgeordnete und Beamte und Kämpfer von euch frei und ihr gebt uns dafür genauso kurdische Politiker wieder aus den Gefängnissen. All das gilt auch für die Hisbollah. Und das, obwohl, meine Damen und Herren, es trotzdem 2012 und 2013, nachdem es diese Einigung zu Verhandlungen schon gab, trotzdem noch Luftschläge von der Türkei durchgeführt wurden, trotzdem noch provoziert wurden, haben sie sich
friedlichen Mitteln zugewendet an dieser Stelle. Das heißt, wir sagen ganz klar, die PKK hat ihr Image der terroristischen Vereinigung verloren an dieser Stelle und wendet sich dem friedlichen Kampf ihrer Rechte mehr und mehr zu. Und da sagen wir, man muss sich auch von seiner Vergangenheit an dieser Stelle lösen können. Nein, danke, ihr hattet eure Chance. Nehmen wir doch mal an, sie wären es tatsächlich doch noch. Und dann erkläre ich euch jetzt auch noch, warum die massive Unterdrückung und warum diese Terrorliste eigentlich genau rechtfertigt, warum sie sich so verhalten haben. Denn die PKK wehrt sich hier gegen strukturelle Unterdrückung von den Kurden und das ist ihr gutes Recht an dieser Stelle. Was für Probleme haben wir nämlich? Und ich habe eben es schon angedeutet, zweierlei, nämlich erstens die Antiterror-Narrative des türkischen Regimes und zweitens, warum extreme Unterdrückung auch extreme Bewegungen provoziert. Zu der Antiterror-Narrative. Unter dem Status quo haben wir die Situation, dass dadurch, dass die EU sagt, ja, die PKK ist eine terroristische Vereinigung, legitimieren sie die türkische Regierung mit aller Härte gegen jegliche Oppositionelle in ihrem Land vorzugehen. Das heißt, jeder, der aufmuckt, befindet sich plötzlich in irgendeiner Haft, kommt ins Gefängnis, wird verurteilt, weil er im Zusammenhang mit dieser terroristischen Vereinigung steht. Und das gilt auch für die Politiker der DTP an dieser Stelle, wie die Vergangenheit schon mehrfach gezeigt hat. Zu der extremen Unterdrückung glauben wir außerdem, dass das extreme Bewegungen provoziert. Zwei Mechanismen dazu. Wir sagen, dass es zum einen eine Radikalisierung fördert, eben weil wir merken, wir haben gar keine Option als Kurden, wir haben überhaupt keine Möglichkeiten, uns zu wehren, ist es viel leichter, dass sich einzelne Mitglieder der PKK radikalisieren und andere mit dazu treiben. Das sieht man in vielen Regionen, auch im Mittleren Nahen Osten, auch im bei der IS, wenn wir Sunniten massiv unterdrücken, dann radikalisieren die sich auch viel schneller, als wenn wir sie einbinden in irgendwelche Regierungsformen und sagen, Radikalisierung wird dadurch gefördert. Zweitens sagen wir, wenn es gar nicht die Möglichkeit gibt, Joint Action zu betreiben unter der türkischen Regierung, dann führt das zu Angst, der Angst vor der Unterdrückung und das führt letzten Endes zu Gewalt. Wenn die Leute nicht wissen, wie sie mit dieser extremen Unterdrückung umgehen sollen, weil sie keine politischen Möglichkeiten haben, sich öffentlich äußern können, dann führt das tatsächlich dazu, dass sie sich radikalisieren und wir sagen, das, was wir hier in den letzten Jahren gesehen haben, das ist nur der Auswuchs dieser Politik, die als Terrorliste zu beschreiben und da sagen wir, da müssen wir uns vehement gegen aussprechen und wenn die EU die PKK von der Terrorliste nimmt, dann ist das der erste Schritt in genau diese richtige Richtung. Super.